Guck mal, es gibt Leute, die sagen, ich habe jetzt eine Küche gekauft für 5.000 Euro, damit ich 50 Euro mehr Miete bekomme. Gib mir doch einfach 699 Euro oder 999 Euro mit Aufteilung auf dem Boden und ich kann dir deine Mieteinnahmen fast verdoppeln. Also nicht Mieteinnahmen verdoppeln, aber die Summe, die am Ende rauskommt. Das, was am Ende des Monats übrig bleibt, nach Steuern. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei mir ist geiler, als wenn du eine Küche kaufst. Außerdem hast du nichts mit Handwerkern zu tun. Das ist der große Vorteil. Herzlich willkommen zum R&G. Zeit für Neues. Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos. Und jetzt hast du ja vorhin auch schon einmal gesagt, du hast dich mit diesem Thema der Abschreibungen auseinandergesetzt. Und da würde ich jetzt gerne auch nochmal ein bisschen detaillierter mit dir ins Thema gehen. Wie würdest du das denn jetzt für jemanden beschreiben, der in diesem Bereich gerade ganz neu dabei ist? Also warum macht es Sinn, die Abschreibungswerte zu erhöhen? Kann ich sagen, ich habe anfänglich diese zwei, also du hast als steuerpflichtiger Immobilieneigentümer, der eine Immobilie für eine Fremdvermietung, das geht also nicht fürs eigene Häuschen, der eine Immobilie zur Fremdvermietung hat, hast du die Möglichkeit, diese Immobilie mit 2% pro Jahr für die AFA abzuschreiben. Das ist nicht die, also AFA heißt Absetzung für Abnutzung, nicht Abschreibung, das machen viele falsch. Das bedeutet eigentlich nur, dass das Objekt sich dadurch, dass es darum steht, irgendwo verschlechtert. Und es ist jetzt ganz, ganz blech. Ich sage es jetzt extra auf ganz, ganz platt. So, diese 2%ige Abschreibung hat mich eigentlich nie richtig interessiert, wenn ich ehrlich bin. Liegt natürlich dadurch, dass ich teilweise sehr, sehr günstig eingekauft habe. Wenn man bei einem 4.250-Euro-Objekt eine Abschreibung von 2% ist dann irgendwann 80 Euro. Also das rechnet sich nicht anzurechnen. Diese 2% ist jetzt aber nicht, dass ihr die irgendwo vom Staat wiederkriegt, sondern diese 2% rechnet ihr gegen einfach ganz klassische Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Einnahmen aus selbstständiger Arbeit oder aus umsatzständiger Tätigkeit oder ähnliches. So, also es mindert euer zu versteuerndes Einkommen. Diese 2% kommen dadurch zustande, dass der Gesetzgeber sagt, okay, ich glaube, dass nach 50 Jahren diese Immobilie verbraucht. Das Interessante ist aber, dass diese 50 Jahre jedes Mal neu starten, wenn diese Immobilie verkauft wird. Völlig unabhängig davon, welches Alter ich habe. Mein ältestes Haus selber ist von 1583 gewesen. Ich gucke mir jetzt ein Objekt an und sage, okay, das Objekt ist von, klassisches Beispiel, kann ich im Kopf rechnen, das Objekt ist von Baujahr 1900. Und jetzt sagst du mir, das Dach ist von 1980, Fassade ist noch eine originale Backsteinfassade, Badezimmer sind aus den 90ern, Leitungen sind aus den 90ern, du hast eigentlich gar nichts gemacht, die Fenster sind von 2000. Dann gucke ich nach, es gibt bestimmte Tabellen dafür, und da kann ich eben genau, das ist die sogenannte AGVGA-Tabelle heißt das, und da kann ich genau sagen, okay, du hast so und so viele Modernisierungspunkte. Das geht eben darauf, wie lange liegt eine Maßnahme zurück, zu welchem Prozentsatz wurde diese Maßnahme durchgeführt und wann wurde diese Maßnahme durchgeführt und welche Maßnahme wurde durchgeführt. So, und dann komme ich eben auf ein bestimmtes Punkteraster und kann dir genau sagen, okay, dein Objekt Baujahr 1900 mit null Sanierungen in den letzten 20 Jahren, um das mal ganz grob zu sagen, bedeutet nicht, dass du eine Restnutzungsdauer von 50 Jahren hast, wie es normal vom Gesetzgeber vorgegeben wäre, sondern ich kann dir gutachterlich bescheinigen, dass diese Restnutzungsdauer in diesem Fall nicht mehr 50, sondern 12 Jahre beträgt. Das heißt, wir reden hier von einer Abschreibung von über 8,3%. Das ist natürlich eine Sache, die es extrem interessant machen, weil jetzt rechne ich, du hast diese Bude gekauft für 100.000 Euro und kannst jedes Jahr 8.300 Euro davon abschreiben. Im Spitzensteuersatz vermindert es also deine Einnahmen um fast 4.000 Euro. Das ist ein 4%er. Und zwar ein 4%er, ohne dass die Bude vermietet ist. Ich habe mittlerweile Kunden, die sagen, alter Fässer, so geil, 12 Jahre Abschreibung, 8% Abschreibung. Ey, scheiß doch drauf, ob das Ding vermietet ist oder ob es nicht vermietet ist. Alleine dadurch, durch die Abschreibung, habe ich ja schon ein 4%er. Und jetzt fängt das Ding natürlich an, Spaß zu machen. Wenn du es jetzt noch gut vermietet hast, weil die Mieteinnahmen haben mit der Abschreibung überhaupt nichts zu tun, und diese Gutachten. Ich würde da einmal ganz kurz zwischenhaken. Also um das nochmal zu wiederholen und zu verdeutlichen, diese Abschreibungswerte, die AFA-Werte, die dort jetzt gutachterlich festgestellt werden, sind ja erstmal rein fiktive steuerliche Werte. Also die werden in der Einkommensteuererklärung angesetzt. Nicht so, dass haben das also Haus nichts mit Zahlungsabfluss von mir zu tun, sondern werden nur in der Steuererklärung angesetzt und reduzieren dadurch also langfristig meine Steuerbelastung. Genau, es sind Kosten, die angesetzt werden, ohne dass sie vom Konto runtergehen. Also sie entstehen fiktiv, wie du sagtest. Und sie sind natürlich anzumelden entsprechend in der Steuererklärung. Steuerberater sollte das dann machen, wenn es über die 2% drüber geht. Weil, das sage ich auch ganz offen, die Finanzämter finden das nicht so geil, dass das geht. Aber es gibt eben dieses BFH-Urteil, also Bundesfinanzhof-Urteil, was gesagt hat,
Doch, das geht. Und jeder, der irgendwie auch seinen Namen schreiben konnte, hat gesagt, ich bin jetzt Immobiliengutachter. Und ich schreibe dir jetzt mal so ein Gutachten für, also ich habe Preise gesehen zwischen 125 Euro und 3000 Euro für so ein Gutachten. Die Qualität war teilweise unterirdisch. Ich mag dazu sagen, ich habe das mit einem lieben Kollegen aus Hamburg, mit dem Fabian, Entschuldigung, mit dem Fabian zusammen, haben wir dieses unser Gutachten entwickelt. Unser Gutachten ist extrem ausführlich. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber es ist das Ausführlichste, was ich am Markt so gesehen habe. Klar hat man sich auch bei dem einen oder anderen nochmal orientiert, kann man sagen, okay, was kann man da übernehmen, was kann man da übernehmen. Aber von der Sache her war es so, dass wir es schon sehr ausführlich hatten. Dann kam das BMF, das Bundesministerium für Finanzen, und sagte, so, jetzt wollen wir aber. Wir wollen was wissen über Tragfähigkeit, über Wärmeschutz. Was ist mit der Nachverwendbarkeit? Was ist hiermit? Und witzige Geschichte ist, es dürfen nur noch Gutachter machen, die eine Genehmigung nach DIN 17024 haben, also sprich eine Akkreditierung haben oder öffentlich und bestellt und vereidigt sind. Ich mache mal ein Beispiel. Kaufe jetzt ein Objekt, gerade frisch. Also es gibt ja unterschiedliche Situationen, wo man jetzt diese Gutachten verwenden kann. Meine Kenntnis ist, ich kaufe ein Objekt und ich gehe dann mit dem Objekt am Ende des Wirtschaftsjahres zu meinem Steuerberater und sage hier, das sind die Objektdaten und daraufhin wird die Abschreibung festgelegt. An welcher Stelle dieses Prozesses kommt jetzt dein Gutachten ins Spiel? Beim Kauf oder schon, wenn ich das Objekt habe? Also ich kann das auf jeden beliebigen Tag schreiben. Das heißt, du kannst jetzt am 31. oder du kommst nächste Woche und sagst, hier du, ich habe meine Steuererklärung für 21 noch nicht fertig. Dann rechne ich dir das auf den 21, auf 21 runter. Also es ist dann immer auf das Jahr, um das es dann geht. Wir haben ein Stichtagsjahr. Und das gilt dann auch für dieses Jahr. Also es ist immer sinnvoll, es auf das Jahr zu rechnen, für das du noch nicht deine Steuererklärung abgegeben hast. Wenn du jetzt 21 schon abgegeben hast, dann rechne ich das Gutachten auf den 1.1.22, weil das da reinzufummeln ist super kompliziert und das macht natürlich auch, ich sag mal, Argwohn beim Finanzamt. Du würdest es durchkriegen, das wäre aber eventuell der Weg, dass du es durchklagen müsstest und ich denke nicht, das ist, was du willst. Aber ich würde es dann einreichen. Wichtig ist, es gilt nicht der Kauf des Vertrages, sondern es gilt der Tag des Besitzübergangs, nicht der Eigentumsumschreibung. Also sprich, wenn du bezahlt hast, ab dem Tag bist du Herrscher des Objektes und aus dem Grund kann ich in dem Moment auch dann für dich dieses Gutachten schreiben. Wie gesagt, ich kann es auch rückwirkend schreiben, das ist unproblematisch. Und dann nimmst du mein Gutachten sozusagen als Beleg dafür, gehst du zu deinem Steuerberater und sagst, hallo Herr Steuerberater, ich habe hier ein Gutachten, das bescheinigt mir eine Restnutzungsdauer von 12 Jahren, also von 8,3% Abschreibung. Wichtig ist, diese Abschreibung bezieht sich nicht auf den Kaufpreis. Diese Abschreibung bezieht sich auf den Gebäudeanteil des Kaufpreises. Wenn jetzt einer sagt, okay, ich will auch noch wissen, wie hoch das ist, kann ich ihm auch rechnen, kostet einen kleinen Aufschlag, ist aber möglich, kriegt ein zweites Gutachten für. Er kann aber natürlich auch die sogenannte Berechnungshilfe des Bundesjustizminister des Bundesfinanzministeriums nehmen, wobei die in der Regel negativer für den Steuerpflichtigen ist, als wenn ich es rechne. Kurz nochmal zur Vervollständigung. Ich habe das Haus 2017 gekauft, habe meine Steuererklärung 22 noch nicht fertig. Ich kann ab der Steuererklärung 22 dann die veränderten Abschreibungswerte ansetzen oder, wenn ich das einmal beim Finanzamt gesagt habe, 2%, danach ist es nicht veränderbar. Es ist immer dann veränderbar, wenn neue Fakten auftreten. Und zwar neue Fakten, die du mitteilen möchtest. Wir bleiben bei deinem Beispiel. 2017 hast du die Bude gekauft, hast du auch die 15%-Regel natürlich beherzigt, sagst, nee, pass mal ein bisschen auf. 22 habe ich dir das Gutachten geschrieben, kommen 5% raus. 2023 kommst du auf die Idee, weißt du was, ich brauche ein neues Dach, neue Fassade, neue Fenster, neue Badezimmer, neue Heizung. Sanierst die ganze Bude. Heißt für mich, wenn ich jetzt neu rechnen würde, wäre ich nicht mehr bei 20 Jahre Restnutzungsdauer, sondern vielleicht bei 43. Irgendeine Zahl habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Würde sich für dich ja nicht mehr lohnen. Du musst aber diese 43 Jahre oder diese neue Nutzungsdauer, solange ich sie nicht rechne, musst du sie auch nicht mitteilen. Bedeutet, du fährst weiterhin auf einer 5%igen Abschreibung. Die neuen Sachen entsprechend müsst ihr dann durchdiskutieren, wie man damit umgeht. Das geht das Finanzamt ein bisschen anders. Aber grundsätzlich gilt es, auch da wieder Stichtagsprinzip, am 1.1.22 war dieses Haus schlecht. Am 1.1.24 ist dieses Haus gut, ist aber egal, weil du es einmal angegeben hast mit Okay, 5%. verstehe ich.
Also das heißt, grundsätzlich erstmal würde ich auch sagen, macht es schon Sinn, diese AFA-Grundlage mal für sich selber durchtesten zu lassen, also für die vermieteten Objekte, weil man da eine ganze Menge an Geld sparen kann, also einfach dadurch, dass man mehr abschreiben kann. Es ist bei uns so, es gibt Anbieter, die dann sagen, okay, rechnet sich nicht, wie auch immer. Wir machen es grundsätzlich so, die Leute geben diese Sachen bei uns in Auftrag, das kann man auch bei uns einfach über die Internetseite angeben, dann schreiben sie unten hin, bitte nur um Vorprüfung. Dann ist es allerdings auch so, muss ich ganz klar sagen, wenn ich jetzt rechne und ich komme auf eine Restnutzungsdauer von 45 Jahren, das Gutachten schmeiße ich weg. Das stelle ich in Rechnung. Lohnt sich nicht, ne? Also wenn sich das nicht rechnet, oder wenn ich bei einem alten Objekt auf 38 Jahre komme, statt 40 zum Beispiel, ne, dass diese zweieinhalb, schmeiße ich es weg. Das rechnet sich nicht. Also ich mache Gutachten nur dann, wenn sie sich nicht nur für mich rechnen, sondern eben auch für den Kunden rechnen, weil sonst finde ich es einfach Abfuck irgendwo. Ne? Das mache ich nicht. Hast du vorhin noch einen zweiten Punkt angesprochen? Also einmal ist es jetzt die Veränderung der AFA-Grundlage und du hast aber gerade auch noch einen zweiten Punkt mit angesprochen, nämlich die Aufteilung von Grund und Boden. Ja. Der typische Fall ist ja, also ich sag mal, wenn man sich damit beschäftigt, dass man entweder diese Vorlage verwendet, so eine Excel-Tabelle, in der man die Daten eintragen kann, oder aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das Ganze in den Kaufvertrag schon mit einarbeiten zu können. Und dann ist halt die Frage, ob das Finanzamt dem Ganzen folgt oder ob das Finanzamt einen Nachweis hat. Ich habe auch so eine Riesendiskussion mit einem Kunden gehabt. Das war ein sehr, sehr nerviger, sehr arroganter und unfreundlicher Kunde. Ich habe am Ende einfach die Kohle zurückbezahlt und gesagt, weißt du was, mach deinen Scheiß alleine, weil ich keine Lust mehr hatte. Der hat in seinen Kaufvertrag eingetragen, Grund und Boden 30, Gebäude 70. Das Problem war, dass genau das Gegenteil der Fall war. Oh. Und am Ende war ich schuld, weil er es nicht durchbekommen hat. Ich habe dem eine fast 50-50 rausgeprügelt, was Gold für den gewesen ist. Da war der Herr nicht einverstanden. Er wollte aber bitte seine 30-70, wie er es in den Kaufvertrag eingegeben hat. Das ist genauso, als wenn ich kaufe eine Wohnung und dann schreibe ich in den Kaufvertrag, ach und Herr Günther, ich hätte ganz gerne noch, weil ich da Lust drauf habe, hätte ich ganz gerne noch einen Ferrari. So, den gibst du mir dann auch nicht. Das muss man auch ganz klar sagen, meine Gutachten sind keine Wunschkonzerte. Wenn ich auf 40 Jahre komme oder auf 20 Jahre komme, dann komme ich auf 20 Jahre. Und wenn dann Kunden anrufen und sagen, ja, sie sind auf 20 gekommen, ich hätte aber ganz gerne 12, ja, dann kann ich es nicht ändern. Soll er sich einen suchen, der im 12 Jahre stempelt? Ich tue es nicht. Und bei Grund und Boden ist es so, wir benutzen dann ein bestimmtes Tool. Das ist eine bestimmte Berechnungsmethodik, nach Jacobi heißt die. Und diese Berechnungsmethodik, Jacobi ist so ein Typ wie Sprengnetter, wie Schönfelder, also die ganz, ganz Großen. Ich hatte gestern einen, der kam zu mir, der sagt, er hat 40%, ich muss das kurz überlegen, 60 Grund und Boden, 40 Gebäudeanteil. Ich habe es gestern nochmal neu gerechnet. Ich hatte am Ende 75 Gebäudeanteil und 25 Bodenanteil. Und das war ein kleines Grundstück, Riesenhaus, ne? Und das war natürlich eine Situation, ich glaube, ich kriege morgen wieder einen Karton Schokolade. Und das muss ich witzigerweise sagen, ich habe so zufriedene Kunden, ich kriege dauernd irgendwelche Geschenke. Ich kriege Schokolade, ich habe letztens ein Fresspaket von, ich habe so eine große türkische Familie, habe ich was gemacht, die haben so ein Import-Export-Ding, ey, da kam ein Paket an, ganz ehrlich, das ist, ich habe 25 Kilo gehabt, mit allem drin, was nur geht, ey, getrocknete Früchte, ist das hin und her. Also das ist so geil, weil die Leute einfach dann ihren Steuerbescheid das erste Mal in der Hand haben. Letztens schrieb mir einer, er läuft jetzt erstmal nackt um See vor Freude, weil er gerade seinen Steuerbescheid bekommen hat und er weiß gar nicht, was er mit der ganzen Kohle jetzt machen soll. Und das sind natürlich Sachen, das macht Spaß. Ich habe Kunden, die kriege ich, und das hört sich jetzt blöd an, aber das ist die Wahrheit, aufgrund der erhöhten Abschreibung kriege ich die steuerfrei. Und das ist richtig sexy. Wow. Gar nicht schlecht. Wenn man sich mit dem Thema Immobilie als Investmentmöglichkeit beschäftigt, ist das jetzt hier eine Möglichkeit außerhalb der üblichen Vorgehen, Mietsteigerung, irgendwelche ungenutzten Flächen neu zu vermieten, eine Küche mit zu vermieten, Kurzzeitvermietung, was auch immer, die alle direkt, sag ich mal, in dem Eurobetrag eine Steigerung verursachen. Ist das jetzt hier eine Möglichkeit, um sich quasi in der steuerlichen Komponente der Immobilie nochmal ein paar Optimierungen reinzusetzen, um einfach den ganzen Deal nochmal lukrativer zu gestalten? Das stimmt. Guck mal, es gibt Leute, die sagen, ich habe jetzt eine Küche gekauft für 5.000 Euro, damit ich 50 Euro mehr Miete bekomme. Gib mir doch einfach 699 Euro oder 999 Euro mit Aufteilung und Boden und ich kann dir deine Mieteinnahmen fast verdoppeln. Also nicht Mieteinnahmen verdoppeln, aber die Summe, die am Ende rauskommt. Das, was am Ende des Monats übrig bleibt, nachsteuern. Ich glaub, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei mir ist geiler, als wenn du eine Küche kaufst. Außerdem hast du nichts mit Handwerkern zu tun. Das ist der große Vorteil. Und das sind eben Angebote. Also diese 6,99 ist am Markt
durchaus im unteren Bereich zu sehen, das muss ich ganz klar sagen. Es gibt viele, die es für vierstellig anbieten. Wir können das relativ schnell bei uns liefern. Es gibt aber eine gewisse Bearbeitungszeit, was total nervt. Die Leute schicken mir das rüber und sagen dann, nach 2 Tagen rufen sie schon an, warum das Gutachten nicht fertig ist. Kann ich ja sagen, weil hier so ein Berg von den Dingern liegt. Und wir haben momentan eine Bearbeitungszeit von ungefähr 2 bis 3 Wochen, was immer noch extrem schnell ist. Wenn es jetzt ganz doll drückt, gestern rief mich einer an, hatte sich dann interessiert, wollte natürlich auch was wissen. Und das ist auch eine Sache, wir können das online alles machen, aber wenn Fragen sind, kann man natürlich anrufen. Und da war eine Situation, Mensch, Herr Fässer, scheiße, so und so und so, ich habe das verpeilt, ich muss nächsten Mittwoch meine Steuererklärung abgeben. So, habe ich mich gestern hingesetzt, habe den ganzen Krumpel wegen geschrieben. Hat mir jetzt auch keinen Spaß gemacht am Sonntag, muss man dazu sagen. Er hat auch am Sonntag angerufen. Ich habe gesagt, okay, schick mir eine Kiste Schokolade dafür, obendrauf. Macht da Du auch, isst glaube ganz ich. gerne Schokolade, ne? Das Ja, habe ich schon rausgehört. sieht man, ne? So, und das sind so Sachen, ich glaube, dass der glücklich ist, weil der rennt jetzt wieder rum und sagt, Mensch, der Fässer hat das und das gemacht. Ich habe hier Leute, die rufen mittlerweile aus der dritten Ebene an. Ja, woher haben Sie denn meinen Kontakt? Ich frage ja dann immer. Ja, von Herrn Müller. Ach, und woher hat er? Ach so, ja, ach, Herr Müller. Ich weiß aber, dass Herr Müller von Herrn Schulze kommt, der Schulze über den Meier gekommen ist. So, das ist natürlich eine Sache, wenn das die dritte oder vierte Ebene auf Empfehlung läuft, ne? Total geil. Ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich jetzt auch noch einen Partner in Hamburg, was ich eben sagte, den Fabian. Und wenn dann mal irgendwas unklar ist, dann schmeißt man sich auch einen Ball hin und her. Mensch, hier guck mal rüber, wie würdest du das beantworten? Dann schreibt er mir das. Er hat letztens was gehabt, wusste er nicht, wer es beantworten soll, schickt er mir rüber. Das ist immer das Gute, wenn man ein geiles Netzwerk hat. Okay. Also erstmal, ich finde, wir haben hier eine ganz, ganz spannende Folge, wobei wir das in zwei Folgen aufteilen werden aufgrund der Länge. Aber wir haben hier ganz, ganz tollen Input mit reingepackt in diese beiden Podcast-Folgen, wo der ein oder andere Investor mit Sicherheit auch noch mal ein paar Prozent Rendite aus seinem bestehenden Investment rausholen kann, mit einem deutlich überschaubaren Aufwand, den du gerade genannt hast. 699 kostet die AFA, das AFA-Gutachten. Was kostet das Grund- und Bodengutachten bei euch? 300 obendrauf. Aha, okay, also Also das heißt, das eine bedingt aber auch das andere. 299 obendrauf, also 998 kostet es zusammen, alle beiden. Wobei ich Grund und Boden nur mache, wenn ich AFA vorher rechne, weil ich muss ja diese Zahlen irgendwo herkriegen. Okay. So, jetzt haben wir ja hier eine riesen Community, ne? Wir sind ja dreimal so groß wie Immocation hier bei den Zuhörern von dem Podcast R&G Zeit für Neues. Kann man irgendwie auf dich zukommen und sagen, hier mit dem Rabatt R&G 50 gibt es 50% oder so? 50% komme ich nicht hin, dann müsste ich das wieder an die Kollegen rausgeben. Wir können aber gerne R&G 10 machen und dann gibt es 10%. Ja, Das ist. geil. Das ist, also mal ganz kurz nebenbei, das ist der erste Rabattcode, den ich hier mit dem Podcast rausgehandelt habe. Also gut, dass du es jetzt schon auf Kamera zugesagt hast. Vielen Dank dafür. Nein, geil. Bei der leichten Nötigung ist das, habe ich das gerne und von Herzen. Ja, geil. Nee, da freue ich mich. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube schon, dass da der ein oder andere mit Sicherheit einen Nutzen für sich draus ziehen kann. Und es sei dir ja gegönnt. Also ich bin auch immer jemand, der sagt, wenn man gute Arbeit macht, soll man da auch ordentlich für bezahlt werden. Und das ist ja hier eine typische Win-Win-Situation, Ich denke wirklich für beide auch, Seiten. das, was wir aufrufen, ist letztendlich ein überschaubarer Betrag. Das, was wir aufrufen, ist aber auch ein Betrag, der sich in der Regel im ersten Halbjahr schon doppelt und dreifach bezahlt gemacht hat. Ich sage mal, klar, wenn jetzt mit einer 10.000-Euro-Bude ankommt, dann dauert es ein bisschen länger, bis sich das amortisiert. Aber wenn man jetzt, wir können ja einfach mal blöd rechnen, 100.000-Euro-Bude, davon hast du 80%, hast du für Gebäudeanteil bis bei 80.000, das ging mal 8%. Dann bist du 6.400, das mal deinem Nettoeinkommen von 40%, bist du bei 2.000, bist bei, weiß nicht, bist bei fast 3.000 Euro im Jahr, die du sparst, für einmalig 6,99. Also über was reden wir hier? Ja, sehr schön. Dann also erstmal vielen, vielen Dank für diese tollen Tipps und deine Zeit, die du hier genommen hast und auch für den Rabattcode R&G10. Deine Kontaktdaten würde ich gerne in die Podcast-Beschreibung unten rein Ja, verlinken, dass die Leute direkt auf dich zukommen ja. können. Gut. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall erstmal und also den Hinweis gebe ich immer. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt als Zuhörer, was jetzt hier in dieser Podcast-Folge noch nicht ausführlich geklärt worden ist und ihr wollt da nochmal irgendetwas wissen, schreibt uns gerne eine Nachricht und vielleicht ist der Sebastian ja dann dazu bereit, nochmal in einer weiteren Folge als Gast dabei zu sein. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin für alles offen. Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.